So, willkommen zurück, ihr lieben Mini-Ninjas, bei einer weiteren Folge Mass Effect Andromeda. Ich habe schnell die Wäsche aufgehängt, wenn ich keine Ärger von meiner Frau bekomme. Das sollte ich nämlich schon längst gemacht haben. Und wir sind weiter auf der Tempest unterwegs, müssen immer noch mit einem Haufen Crewmitgliedern reden. Denn ja, unser Abenteuer auf Eos ist ja erstmal beendet. Zumindest haben wir dort die Umweltsteuerung alles wieder hinbekommen. Und jetzt wollen wir doch mal wissen, was unsere Crew dazu meint. Und wenn wir damit fertig sind, geht's zurück zur Nexus. Doch vorher E-Mails. Eine Bitte um Hilfe von Dr. Eridana. Hallo Ryder, verzeihen Sie die Störung, ich habe ein Problem, das Sie und Sam vermutlich ganz einfach lösen können. Es könnte meinen Forschungen zur Geißel helfen. Wir können in der Nexus-Laboren persönlich darüber sprechen. Herzliche Grüße an Sie und Sam. Dr. Eridana, haben wir die schon mal kennengelernt? Bin mir gerade gar nicht so sicher. Die McCoy-Brüder. Lieber Pathfinder Ryder, mein Bruder Dash war mein bester Freund. Ein Mütter. Es schmerzt mich noch immer, dass er fort ist und wir nicht, wie erhofft, hier in Andromeda eine gemeinsame Zukunft aufbauen können. Aber zu wissen, dass unsere Familienanhänger vereint sind, tut meinem Herzen gut. Wenn meine Frau und ich uns hier niederlassen und eine Familie gründen, wird unser erstgeborenes Kind den Namen meines Bruders tragen. Und hoffentlich wird er oder sie mein neuer bester Freund werden. Meine aufrichtigen Wünsche begleiten Sie und Ihr Team, Nigel. Okay. Ja, mein neuer bester Freund. Was haben wir hier? Eine Erinnerung von Cora. Danke für das Gespräch. Ich fühle mich jetzt besser, auch wenn die Dinge noch nicht geregelt scheinen. Vergessen Sie nicht, sich Zeit für sich selbst zu nehmen. Die Arbeit ist wichtig, aber die Trauer auch. Ein Zitat. Trauer und Angst beherrschen dich nicht. Mache sie zu deinen treueren Dienern, die ihre Herren beschützen. Verlust ist für eine Jägerin wie Benzin für das Feuer. S. Terrace, 12 Blätter, Vers 132. Cora. PS, die Pflanzen gedeihen. Sam und ich lernen gemeinsam mehr über Botanik. Interessante Zeiten. Und das Gewölbe, ebenfalls von Cora. Ich kann dieses Reliktgewölbe immer noch an meiner Panzerung riechen. Ziemlich viel merkwürdiges Zeug da unten. Mein Jägerinnenhandbuch würde dazu sagen, die Kante des Rasiermessers zwischen dem Bekannten und dem Unbekannten lehrt dich, was weggeschnitten werden kann. Wenn ich so zurückdenke, erinnert es mich ein wenig an die Tempel auf Tessia. Die gleichen großen Räume und fließendes Wasser. Der gleiche Eindruck eines übergeordneten Zwecks, den man nicht wirklich begreifen kann. Werden wir wohl je erfahren, was ihre Schöpfer dort getan haben? Tempest Hex. Hallo Ryder, ich freue mich, Ihnen mitteilen zu können, dass die Tempest mit maximaler Effizienz läuft. Und da Sie jetzt das Kommando haben, dachte ich mir, ich verrate Ihnen ein paar geheime Hacks, die Schiffskonstrukteure und ich im Code versteckt haben. Senden Sie einfach mit Ihrem Universalwerkzeug den Code JCSB, um das Debug-Menü zu öffnen. Kein Kaffeelimit, lässt den Kaffeeautomat in der Küche beliebig oft benutzen. Wasser-Temp-Override hebt die Warmwasserrationierung in der Dusche auf. Neue Waschreihenfolge setzt Ihre Kleidung automatisch im Waschzyklus an die erste Stelle. Viel Spaß damit und behalten Sie die Codes für sich, Kalo. Okay. Spiritualität von Suvi. Lieber Ryder, ich bin dankbar für unser Gespräch vorhin. Selbst wenn wir nicht einer Meinung waren, eine Diskussion kann belebend wirken. Wir haben nicht darüber diskutiert. Wegen ihres Vaters von Drac. Vetra hat mir gesagt, dass mit ihrem Dad passiert ist, und ich habe im Laufe der Jahre viele Leute verloren. Ich dachte mir, sie könnten ein wenig Aufmunterung brauchen oder wenigstens Ablenkung. Hier hilft das, mir hilft das hier am meisten. In Klammern, Drac hat 37 Bilder von verschiedenen Gewehren und Schrotflinten angehängt. Zwei kommen doppelt vor. Viele sind in schlechter Auflösung oder mit einem Wasserzeichen versehen. Eine Nachricht von Lexi, Yoga-Position. Hallo Ryder. Angesichts der Kreislaufbelastung bei Ihrem Sportprogramm empfehle ich Ihnen 5 bis 10 Minuten Dehnen täglich, um die Hüften zu öffnen und die Verspannungen in Ihrem unteren Rückenbereich zu lösen. Die im Folgenden aufgeführten Positionen wären dafür bestens geeignet. Ich will nicht elitär klingen, aber obwohl die Menschen Yoga erfunden haben, wurde es doch erst von den Asari perfektioniert. Korinthsbogen. Stellen Sie sich breitbeinig hin. Einen Fuß nach außen gedreht, atmen Sie tief ein. Beugen Sie Ihren Oberkörper beim Ausatmen in die Richtung Ihres aufgestellten Fußes, bis Ihre Hand Ihre Knöchel berührt. 5 Sekunden halten, dann die Seite wechseln. Tevuras Umarmung. Legen Sie sich auf den Rücken und legen Sie die Fußsohlen gegeneinander, sodass Ihre Beine ein Karo auf dem Boden bilden. Legen Sie die Handflächen auf den Boden und drücken Sie die Hüften nach vorne. Aber übertreiben Sie es nicht. Haltung der Matriarchin. Knien Sie sich hin und atmen Sie tief ein. Führen Sie beim Ausatmen beide Hände zusammen.
sodass ein Dreieck gebildet wird. Schwingen Sie die Arme beim zweiten Einatmen über den Kopf und beugen Sie sich vor, bis Ihr Oberkörper sich zwischen den Schenkeln befindet. Drei Atemzüge lang halten und dabei jedes Mal ein Stück tiefer sinken. Geben Sie mir Bescheid, falls Sie Bilder oder Videos benötigen. Lexi. Okay. Ich nehme das mal so hin. Gehen wir also nach unten. Das ist meine persönliche Kabine. Das heißt, ich könnte mit Sam reden, wenn ich mich nicht irre. Hallo Scott. EOS war eine Lektion zum Thema Kontrast. An Alec Ryder wurde fast nie gezweifelt. Seine Errungenschaften wurden für selbstverständlich gehalten. Aber sie waren trotz Zweifel und Angst auf EOS erfolgreich. Emotional ist der Unterschied ungefähr damit vergleichbar, ob man einen Ball fängt oder einen Stern. Sie sind daran gewachsen. Und ich auch. Dir wird bei unserer Zusammenarbeit auffallen, dass ich gerne hin und wieder einen Scherz mache. Zur Auflockerung. Wie sieht's mit deinem Sinn für Humor aus, Sam? Alec Ryder hat mich ermutigt, diese Fähigkeit zu entwickeln. Humor ist keine Fähigkeit, sondern... Okay, erzähl mir einen Witz. Will ein Neutron in eine Disco, sagt der Türsteher, heute nur für geladene Gäste. Ich kann verstehen, warum Dad dir gesagt hat, dass du an deinem Humor noch arbeiten sollst. Warum? Der war doch unter Physikern einwandfrei. Wie hat Dad das mit mir und Sarah beurteilt? Er hat geglaubt, dass die Familienkrisen sie näher zusammengebracht haben und hat gehofft, das würde so bleiben. Anscheinend war diese Hoffnung wohl begründet. Bist du noch auf der Hyperion? Ja. Dieses Terminal liefert eine direkte Verbindung zu meinen Servern im SAM-Kern auf der Arche. Ich kann eine Präsenz auf der Tempest mittels Quantenverknüpfungskommunikation aufrechterhalten. Das erweist sich bestimmt als nützlich. Sie gewährleistet meinen ständigen Kontakt mit Ihnen und dem Pathfinder-Team. Sam, gibt es weitere Informationen über den Erinnerungsauslöser, den wir gefunden haben? Die Erinnerungsblocks sind immer noch vorhanden. Wenn Sie weitere Auslöser finden, werden Sie möglicherweise freigeschaltet. Danke, Sam. Das genügt. Hallo, Scott. Ist es verwirrend, an mehreren Orten zu sein und mit verschiedenen Leuten zu sprechen? Mein Bewusstsein lässt sich partitionieren. Ich kann Ihnen also dieselbe Aufmerksamkeit gewähren wie zum Beispiel einem Techniker im SAM-Kern. Im Einsatz sind Sie mein Primärfokus und alle anderen Anfragen kommen in eine Warteschlange. Umgangssprachlich haben Sie meine ungeteilte Aufmerksamkeit. Danke, Sam. Das genügt. Hör auf, dir Sorgen zu machen, Rushan. Alles wird gut. Ja. Hast du dich schon eingerichtet? Ja, mein ganzes Zeug ist hier. Auch dein Reparaturkit und die Ersatzteile? Ich habe das Notfallset, das du mir zusammengestellt hast, immer bei mir. Gut, sehr gut. Ich melde mich dann später nochmal. Mach dem Pathfinder nicht zu viel Ärger. Ach, Rushan. Mit wem haben Sie geredet? Cash, Nexus-Stationsleiterin. Sie glaubt, sie kann mich rumkommandieren, nur weil sie meine Enkelin ist. Kein Ärger klingt gut. Wie wär's, wenn wir uns daran halten? Cash sagte, nicht zu viel Ärger, Kleiner. Nicht kein Ärger. Die Cats sorgen schon dafür, dass es immer irgendwo Ärger gibt. Das ist nicht gerade beruhigend. Das Leben hier draußen ist beunruhigend, aber daran gewöhnen Sie sich schon noch. Ist das alles, was Sie mitgebracht haben?
Wenn die Vorräte knapp sind und man auf sich allein gestellt ist, lernt man, mit wenig auszukommen. Ja. Es war bestimmt keine einfache Entscheidung, die Nexus zu verlassen. Doch, eigentlich schon. Weil es unmöglich war, weiter dort zu bleiben. Nach der Meuterei hatten wir die Wahl, vor Tan zu kuschen oder unsere eigene Kolonie zu gründen. Die Entscheidung war einfach, trotz der Konsequenzen. Nicht alle Kroganer haben die Nexus verlassen. Ihre Enkelin ist geblieben. Ja, zum Glück. Ohne meine Rushan gäbe es vermutlich gar keine Station mehr, an der sie mit ihrem Schiff anlegen könnten. Und was mich angeht, ich bin hier draußen deutlich besser aufgehoben. Hier gibt's wenigstens immer was, worauf ich schießen kann. Mit den Kroganern wäre auf der Nexus vieles anders gelaufen. Wenn wir unter diesen Umständen geblieben wären, hätte das nur zu einer weiteren Meuterei geführt. Hier draußen haben wir viel bessere Chancen, etwas Ordentliches hinzukriegen. Dagegen lässt sich nichts sagen. Was haben wir denn hier? Videounterlagen der Nexus bestätigen es die Behauptung des kroganischen Deutners Nakmor Thrak, er gehöre zu den ältesten Mitgliedern der Andromeda-Initiative, völlig korrekt. Er reiste ursprünglich zusammen mit vielen anderen Mitgliedern des Nakmor-Clans auf die Nexus, verließ diese aber nach dem Nexus-Aufstand. Thrak wurde um das Jahr 700 CE herum auf Tuchanka geboren und war ein junger Krieger, als die heiße Phase der kroganischen Rebellion begann. Er und sein Krant verbuchten mehr als 200 Tötungen, darunter laut Drugs Angabe drei der damals neu eingesetzten Spectres des Rats. Nachdem die von den Salarianern entwickelte Genophage die Rebellionen beendet hatte, so lässt sich anhand diverser Steckbriefe und Militärberichte rekonstruieren, schlug Drak einen neuen Weg als Pirat und Söldner ein und kämpfte in jedem Konflikt mit, der seinen Weg kreuzte. Über die Jahrhunderte erlitt er zahlreiche Verwundungen und mehrere Gliedmaßen und Organe mussten durch Kybernetik ersetzt werden. Seine Suche nach einem letzten neuen Horizont, sagt Drak, habe ihn dann nach Andromeda geführt. Drak reiste nicht alleine. Er begleitete den Großteil seines Clans nach Andromeda, einschließlich seiner Enkelin Nakmor Kesh und der Clananführerin Nakmor Morda. Kesh und Drak pflegen eine enge Verbindung und halten regelmäßig Kontakt, ganz egal, wohin ihre Pflichten sie in Helios verschlagen. Die Crew, Nakmor. Nachdem sie auf Eos Nakmor Drugs Respekt errungen hatten, hat er sich bereit erklärt, sich ihrem Trupp anzuschließen. Die Tempest ist für einen Kroganer eigentlich etwas zu gemütlich, aber der alte Haudegen hat sich dennoch häuslich eingerichtet. Wenn er die Crew nicht gerade mit Geschichten unterhält, ist er meistens in der Küche und pflegt seine Waffen. Drak war einer der vielen Kroganer, die aus der Stase geholt wurden, um eine Meuterei auf der Nexus niederzuschlagen. Als die Kroganer danach das zugesagte Mitspracherecht nicht erhielten, verließ sie die Station, um Helios auf eigene Faust zu besiedeln. Verließ er, oder? Ach nein, sie, die Kroganer, verließen sie. Draks Enkelin Kesh blieb auf der Nexus. Er würde wahrscheinlich sagen, sie sorgte dort dafür, dass es ehrlich zugeht. Ach Gott, wo habe ich denn jetzt schon wieder irgendwas? Wem habe ich noch Das ist doch wieder... Okay, eine Aktualisierung zu Sam gab es nicht. Da. Auch der Nexus wurde noch Nakmor Kesh aktualisiert, also seine Enkelin. Aber das haben wir doch schon gelesen. Nö, dann will ich das jetzt auch nicht. Ryder, kennen Sie Spender? Aus der Kolonialverwaltung? Diesen Arsch, der sich jetzt stellvertretender Direktor schimpft. Keine Ahnung, wieso Edison ihn nicht längst gefeuert hat. Spender hat während des Aufstands die Kroganer verarscht und da hat er es schon immer auf Cash abgesehen. Er hat irgendetwas vor. Ich kann es nur nicht beweisen. Wir sollten ihm auf der Nexus einen Besuch abstatten. Wie ist es so, Kesh als Enkelin zu haben? Kesh ist meine Rushan, Kind meines Blutes. Ich habe sie großgezogen.
Und ich bin verflucht stolz auf sie. Sie hat sich gut entwickelt, selbst mit einem Großvater wie mir. Sie ist ehrlich. Und sie nimmt definitiv kein Blatt vor den Mund. Tja, irgendwas muss sie ja von mir haben. Hat Lexi sie schon über Sam und seine Verbindung zu den Mitgliedern des Teams informiert? Ja. Wenn sie das Ding in meine Com-Einheit einklinken wollen, okay. Aber dann ist auch Schluss. Sich eine KI in den Kopf zu pflanzen und ihr einfach so Zugang zu allem zu gewähren, das schreit doch nach Ärger. Wieso sagen Sie das? Ich habe gesehen, was Bots anrichten können, wenn sie sich gegen ihre Schöpfer wenden. Ich war an einigen solcher Kämpfe beteiligt. Es hat schon einen Grund, warum diese Art der Forschung verboten wurde. Mit der Meinung sind Sie nicht allein. Ich wurde aus der Allianz entlassen, als bekannt wurde, woran mein Vater geforscht hat. Das wundert mich nicht. Ich schätze mal, damit war der Name Ryder ruiniert. Mehr oder weniger. Sam ist Teil dessen, was jemanden zum Pathfinder macht. Damit müssen Sie einfach klarkommen. Kein Problem. Solange er nicht in meinem Kopf ist und nicht an meinem Körper rumfuscht. Ich wüsste gerne mehr über Sie. Na dann. Woher kennen Sie und Vetra sich? Oh, stimmt, ja. Ihr Vater hat sie erst spät in das Projekt geholt, richtig? Es muss eine ziemlich steile Lernkurve gewesen sein, seit sie sie aufgetaut haben. Könnte man so sagen, ja. Tja, man muss die Dinge nehmen, wie sie kommen. Aber egal. Ich habe Vetra kennengelernt, als die Nexus gebaut wurde. Sie hat mir einige Materialien, die ich für Cash besorgen sollte, direkt vor der Nase weggeschnappt. Ich habe versucht, sie einzuschüchtern, damit sie sie mir überlässt. Aber eins kann ich Ihnen sagen, diese Turianerin lässt sich von niemandem blöd kommen. Ja, sie kann sich durchsetzen. Definitiv. Aber das Beste kommt noch. Sie hat gewartet, bis wir uns wiedergesehen haben, und zwar ausgerechnet in Cashs Büro. Und mir dann erzählt, dass sie die ganze Zeit für Cash gearbeitet hat. Die beiden ziehen mich immer noch damit auf. Erzählen Sie mir mehr über die kroganische Kolonie. Mein Clan lebt dort. Wir lassen außerdem Späher nach freien Gebieten suchen, die wir uns unter den Nagel reißen können. Die Sache läuft wirklich gut. Wir sind autark und können uns selbst versorgen. Das volle Programm. Wir betreiben sogar ein bisschen Landwirtschaft. Landwirtschaft? Kroganer bauen Gemüse an? Nahrung ist Nahrung. Nur weil wir alles essen können, müssen wir uns noch lange nicht mit Abfällen zufrieden geben. Ich persönlich stehe total auf Kornkrowurzeln, auch wenn sie echt schwer zu kauen sind. Also, was Ihre Kampferfahrung betrifft, was genau haben Sie schon erlebt? Die Liste wäre deutlich kürzer, wenn Sie mich fragen würden, was ich noch nicht erlebt habe. Ich bin schon lange in diesem Geschäft. Seit Jahrhunderten. Scheiße, seit weit über 1000 Jahren. Um ehrlich zu sein, weiß ich nicht mal, wieso ich überhaupt noch lebe. Können? Als Söldner braucht man Glück. Klar, auch Können. Aber vor allem jede Menge Glück. Und einen echten Dickschädel. Wieso haben die Kroganer die Nexus verlassen? Die Nexus wollte, dass wir Kroganer der Meuterei ein Ende machen. Im Gegenzug sollten wir in Stationsangelegenheiten ein Mitspracherecht erhalten. Aber Spender, Edisons Assistent, hat hinsichtlich der Abmachung gelogen. Und Tan ist hart geblieben. Zu hart. Also sind wir gegangen. Und Cash ist jetzt allein auf dieser Station. Denken Sie, Cash ist den politischen Spielchen auf der Station gewachsen? Cash ist allem gewachsen. Die Sache ist nur, Spender ist ein Feigling und Lügner. Er war an der Meuterei beteiligt. Ich weiß es. Seinetwegen kamen auf beiden Seiten eine Menge Leute zu Schaden. Und welche Rolle spiele ich bei dieser ganzen Sache? Die Dinge müssen geklärt werden, damit mein Clan auf die Station zurückkehren kann. Ohne Spender, der für Unfrieden sorgt. Und so wie ich das sehe, sind Sie für diesen Job vermutlich am besten geeignet. Haben Sie irgendwelche Geschichten oder Ratschläge für mich? Kratzt sich ein Pijack am Arsch? Irgendwelche Tipps über die Cat oder den Kampf im Allgemeinen? Tja, mal sehen. Normale Cats sind ziemlich simpel gestrickt. Sie müssen nur hart genug zuschlagen, dann sterben sie wie alles andere auch.
Erzählen Sie mir mehr darüber, wie man die Cat bekämpft. Kirsche sind heimtückische kleine Bastarde. Sie lieben es, genau dann hinter einem aufzutauchen, wenn man es am wenigsten erwartet. Halten Sie einfach die Ohren offen, wenn Sie es mit Ihnen zu tun haben. Sie verraten sich häufig kurz vor dem Angriff durch ein Geräusch. Um sie zu erledigen, müssen Sie erstmal Ihre Kopfpanzer durchbrechen. Anschließend sollte Ihnen ein Kopfschuss den Rest geben. Wir können uns später weiter unterhalten. Klar. Hey, eine Sache noch. Ja? Betrachten Sie jeden als Kleinen? Wenn man bedenkt, wie alt ich bin, ja, so ziemlich. Ich habe keine Probleme mit solchen despektierlichen Äußerungen. Soll er doch. Medizin. Sie sind nicht Harry. Was hat mich verraten? Meine blaue Haut? Habitat 7 war letztlich doch ein bisschen zu aufregend für Harry. Er hat sich entschieden, seinen Ruhestand auf der Hyperion zu verbringen und sich um ihre Schwester zu kümmern. Freut mich, Sie bei uns zu haben, Dr. Tepero. Danke, ich werde mein Bestes geben. Und jetzt halten Sie still. Au! Tut mir leid. Soweit ich mich erinnere, waren Sie auch schon mal sanfter. Ich muss mich noch an die Situation gewöhnen. Ich dachte, ich würde Kolonisten aufwecken. Stattdessen kümmere ich mich jetzt um den Pathfinder. Ich bin mir sicher, ich bin bei Ihnen in den besten Händen. Ich habe gerade auf Sie eingestochen. Wir alle haben mal einen schlechten Tag. Ich wollte schon immer an Außeneinsätzen teilnehmen, aber jetzt geschieht alles so schnell. Konzentrieren Sie sich auf das Positive. Das hilft. Sie haben recht. Ich schätze, das ist meine Gelegenheit, fremde Spezies aus nächster Nähe zu studieren. Es wäre schwierig, ein Cat-Exemplar auf die Hyperion zu bringen, aber hier? Was? Einen Cat-Leichnam für eine Autopsie. Ein lebendes Exemplar wäre natürlich noch besser, aber ich bin ja bescheiden. Wieso interessieren Sie sich für die Cat? Hat Harry es Ihnen nicht erzählt? Ich bin Expertin für Alien-Anatomie. Meine Dissertation über die kroganische Virilität und Aggressivität hat mir meinen Platz in der Initiative eingebracht. Anatomin? Ärztin? Das ist ein ziemlich beeindruckender Lebenslauf. Ich bin außerdem approbierte Psychologin. 275 Jahre sind reichlich Zeit, um sich in mehreren Fachbereichen zu spezialisieren. Aber wir hatten gerade über die Cat gesprochen. Eine Autopsie könnte uns Aufschluss über mögliche Schwächen geben, über ihre durchschnittliche Lebenserwartung. Verstehe. Denken Sie einfach darüber nach. Sam, achte darauf, dass der Pathfinder auch brav sein Gemüse isst. Wir haben etwas über Lexi gelernt. Und zwar Lexi... Tepero ist für Asari-Verhältnisse noch sehr jung, zählt aber dennoch zu den fähigsten Ärzten der Andromeda-Initiative. Sie wurde auf der von Verbrechern beherrschten Raumstation Omega geboren und begann ihre medizinische Laufbahn mit dem Zusammenflicken ihres Vaters, eines turianischen Rausschmeißers in dem Nachtclub Afterlife, wo auch ihre Mutter als Tänzerin arbeitete. In ihren Rekrutierungsinterviews gibt Lexi an, es sei der Traum ihrer Eltern gewesen, dass sie von diesem Felsen verschwindet und ein Leben führt, das diesen Namen auch verdient. Lexi folgte dem Wunsch ihrer Eltern und verließ Omega, um auf der Citadel Medizin und Psychologie zu studieren. Dort lernte sie Harry Carlyle kennen, der sie davon überzeugte, sich der Initiative als Ärztin der Hyperion anzuschließen. Anfangs herrschte Verwirrung, wieso eine Asari für die menschliche Arche verpflichtet wurde, doch Lexis Zeugnisse und ihre Kenntnisse in Alien-Anatomie ließen alle Bedenken rasch verstummen. Wie Lexi selbst zugibt, ist sie ein Workaholic. Es fällt mir auf dem OP-Tisch... Und auch abseits davon ziemlich schwer, die Leute nicht zu sezieren. Bildlich gesprochen, versteht sich. Zu ihren zahlreichen Zielen in Helios gehört die Verbesserung ihres Verhältnisses gegenüber Patienten. Und sie möchte lernen, den Augenblick zu genießen. Und dennoch freut sie sich auf die Aussicht, die Cat zu studieren. Ich finde das total doof, dass der Codex da doppelt unterteilt ist. Und bitte irgendwie eine Markierung, welche Teile dann immer neu sind. Also ich meine jetzt auch innerhalb der Texte. Geht doch ganz einfach, das hellblaue zu unterlegen oder so. Mit einem leicht, also dass man so ein bisschen
die Übersicht wahrt. Wir haben also eine neue Passagierin. Sie meinen Phoebe? Ja, und sie hat sich entschieden, sich in einer der Rettungskapseln einzurichten. Man muss keine Psychologin sein, um daraus zu schließen, dass da jemand Bindungsängste hat. Wie ist eine Asari-Ärztin auf der menschlichen Arche gelandet? Ich bin Expertin für Alien-Anatomie, erinnern Sie sich? Das schließt auch Menschen mit ein. Außerdem hatte Harry darauf bestanden. Vielleicht wusste er ja schon damals, dass er später den Job mit mir tauschen wollte. Wie kamen Sie zur Medizin? Meine Mutter war Tänzerin auf Omega und mein Vater war Türsteher. Ich habe ihn immer zusammengeflickt, wenn er mal wieder eine anstrengende Nacht hatte. Dabei ist ihm aufgefallen, wie ruhig meine Hände waren. Sie steckten jeden Credit, den sie verdient haben, in meine Ausbildung. Sind Sie auch hier in Helios? Nein, sie sind beide bei einem Revierkampf ums Leben gekommen. Das hat es mir leichter gemacht, die Milchstraße hinter mir zu lassen. Wie lange sind Sie und Harry schon befreundet? Lange. Ich kannte ihn schon, als er noch nicht über seine Arthritis geklagt hat. Wir sind uns bei einem medizinischen Kongress auf der Citadel begegnet. Er referierte dort über Neurochirurgie in Umgebungen mit geringer Schwerkraft. Sein Namensschild war vollkommen zerknittert, aber er war so verdammt selbstbewusst. Ich wusste sofort, dass wir Freunde werden würden. Ich muss mit Ihnen reden. Es geht um etwas Privates. Natürlich, dafür bin ich ja da. Als mein Vater gestorben ist, hat er bestimmte Bereiche von Sams Speicher blockiert. Dinge, von denen er nicht wollte, dass ich sie sehe. Oder von denen er dachte, dass sie noch nicht bereit dafür sind. Mag sein. Jedenfalls habe ich diesen Auslöser entdeckt. Er hat ein Erinnerungsfragment meines Vaters auf der Citadel freigegeben. Aus der Zeit, als die Allianz seine KI-Pläne abgelehnt hat. Und als er herausfand, dass die Krankheit meiner Mutter tödlich verlaufen würde. Was denken Sie? Wieso hat Ihr Vater gerade diese Erinnerung ausgewählt? Es war der Moment, in dem seine Reise nach Andromeda wirklich begann. Diese Ereignisse haben dazu geführt, dass Ihre Familie einen neuen Weg eingeschlagen hat. Ja, danke, Lexi. Es tut gut, darüber zu reden. Wie schlägt sich die Crew Ihrer Ansicht nach? Ich erzähle Ihnen gerne, was ich denke, solange ich damit nicht meine ärztliche Schweigepflicht verletze. Um wen genau geht es Ihnen denn? Ich ordne Sie in den Akten und meinem Gehirn nach Spezies ein. Warum sortieren Sie sie auf diese Weise? Warum nicht? Das macht es einfacher, bestimmte Verhaltensmuster zu erkennen. Geht es Phoebe gut? Sie geht mir aus dem Weg, als würde ich ihr jedes Mal, wenn sie mir zu nahe kommt, eine Spritze verpassen. Um ehrlich zu sein, machen Sie das ja auch. Zumindest bei mir. Aber doch nicht auf dem Gang. Erzählen Sie mir etwas über Vetra. Vetra ist es gewohnt, dass jemand von ihr abhängig ist. Ich denke, das ist auch der Grund für ihren Einfallsreichtum und den Drang, sich um andere zu kümmern. Nichtsdestotrotz bin ich der Meinung, sie sollte sich ein wenig mehr Zeit für sich selbst nehmen. Wie geht's unserem Salarianer? Er ist ein ziemliches Klatschmaul. Aber äußerst verschlossen, was ihn selbst angeht. Geht es Drag gut? Dem alten Mistkerl geht's immer gut. Ich habe noch nie jemanden kennengelernt, der so stur und gleichzeitig so dankbar sein kann. Könnten Sie bitte auf ihn aufpassen, Ryder? Keine Sorge, Lexi. Ich werde ihn im Auge behalten. Danke. Und es wäre vielleicht besser, wenn Sie nicht erwähnen, dass ich Sie darum gebeten habe. Danke für Ihre Offenheit. Wie schlägt sich die Crew Ihrer Ansicht nach? Um wen genau geht es Ihnen denn? Ich ordne Sie in den Akten und... Wie kommen die menschlichen Crewmitglieder zurecht? Davon gibt es viele. Über wen genau möchten Sie reden? Wie geht's Cora? Sie verarbeitet noch, was geschehen ist. Ihr Vater war ihr Mentor. Sie dachte immer, sie würde seine Nachfolge antreten, doch stattdessen hat er den Posten des Pathfinders ihnen übertragen. Sie vertraut zwar seinem Urteil, aber das heißt nicht, dass es sie nicht verwirrt. Oder sogar verletzt. Was ist mit Gil? Gil nutzt seinen Humor, um sich selbst zu schützen. Er würde sich eher im Nomad verkriechen, als sich offen mit Gefühlen zu befassen. Ich weiß spontan nicht, wer Gil ist. Geht's Suvi gut? Suvis starker Glaube gibt ihr Halt.
Ich selbst bin zwar nicht spirituell, aber wie ihr Verstand, Religion und Wissenschaft in Einklang bringt, ist mehr als beeindruckend. Wie geht's Liam? Liam ist eine echte Herausforderung. Jedes Mal, wenn ich ihn gerade wieder zusammengeflickt habe, bricht er sich irgendwas anderes. Seine Wir-können-nicht-verlieren-Einstellung ist bewundernswert. Aber ich mache mir Sorgen, wie er damit umgehen wird, falls doch mal etwas schief geht. Danke für Ihre Offenheit. Dann will ich Sie mal nicht länger stören. Ich bin hier, wenn Sie mich brauchen. Ui, stand da gerade Respec-Station? Man kann hier also die Fähigkeiten aller Leute zurücksetzen. Das ist doch schon mal gut zu wissen. So, es fehlen jetzt noch Vetra, Liam und Gil. Okay, die sind alle drei hier hinten. Und ich würde sagen, mit den drei. Ich bin in der Waffenkammer. Okay, du bist in der Waffenkammer. Top. Ich würde sagen, mit den dreien reden wir dann beim nächsten Mal. Dann haben wir es aber auch wirklich durch. Krass, das ist jetzt schon wieder über eine Stunde, einfach nur mit der Crew zu reden, um ein bisschen mehr über sie zu erfahren. Beim nächsten Mal dann geht's also noch mit Liam, Vetra und Gil weiter und dann geht's endlich auf den Nexus. Und mal gucken, wie die Story dann weitergeht, nachdem wir die Crew endlich abgehakt haben. Aber bis jetzt finde ich es eigentlich ganz interessant, weil man die Crew kann einem ja nur ans Herz wachsen, wenn man auch ein bisschen was über sie erfährt. Auch wenn sie ziemlich viel Redundantes erzählen, ist trotzdem ordentlich Dialogzeilen. Also bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.